So, da sind wir wieder. Und die nächste Mission. Von der Stadt, die man schläft, bis zum Lande des Sambas und der Kalberinas startest du eine Kaffeebär in einer überfüllten U-Bahn-Station. Viel Glück beim Schritt halten mit den eiligen Pendlern. Aber hey, wenn du es in Sao Paulo schaffst, schaffst du es überall. Nachdem du erstmal die morgendlichen Stoßzeit überlebt hast. Unser Ziel haben wir jetzt, wir sollen Zinkkaffee mit Latteart verkaufen. Wir sollen 8 Blümchen haben oder Pflanzen. Besitze Barista mit der Fähigkeit Kaffee auf Mindeststufe gut. Ja. Ob ich die gute Stufe kriege, sehen wir dann. Okay. From the city that never sleeps to the land of Samba and Caipirinhas. Starting a coffee shop in a crowded metro station? Good luck keeping up with the busy commuters, but hey, if you can make it in Sao Paulo, you can make... Nice to see you again, this time at the metro station in Sao Paulo. I'm so excited. I have never seen a coffee shop placed 8 floors below the ground level. Although there's not much competition in this particular location, as always, we must start by creating a brand. Okay. Na dann, fangen wir mal an. Neue Kaffeemarke erstellen. Genau. Moment. Express Coffee, das meinte ich, genau. Leute sind ja immer schnell auf Eile und so weiter. So, genau. Genau, Express Coffee nehmen wir uns hier unten. Every time I see so many people, I wonder who they are and what they do in life. For example, this lady over there. Can you see her? Let's find out who she is. Welche Dame? Oh, wo kommt die denn weg? Geschäftsmann? Naja, in dem Fall eher eine Geschäftsfrau. So, Geschäftsleute sind wie Rennfahrer, immer in Eile und brauchen schnell Energie. Sie möchten ihren Kaffee genauso schnell und heiß wie sie selbst. Verzögerung vermeiden, sonst lassen sie im Staub zurück. A businesswoman. I've seen many white collars around. I think right above us there is a business center. As you can see, our menu doesn't contain any coffee she'd like. Oh, das Menü bietet keinen Kaffee an, den ich bestellen würde. Was möchte die denn für einen Kaffee haben? So far we've been working with only basic coffee recipes, but from now on we're equipped with a powerful tool. Coffee Editor! It lets us not only compose custom recipes, but also check out if different social groups like them. Let's sew a tailor-made suit. I mean coffee. For businessmen. Ein Kaffeerezept, das wollt ihr mir wirklich in die Hand geben, ein Kaffee-Editor, damit ich selber Kaffee erstelle? Ich hoffe, das habt ihr euch gut überlegt. Okay, ja, okay. So. Kapazitäten. Oh, da kann man sogar die, ja, das ist ja schön. Richtig. Tassenwahl, nehmen wir erstmal die große. Ich weiß nicht, ob die Geschäftsleute große wollen. So, nächster Schritt. Basis, Espresso, kaltes Wasser, heißes Wasser. Hier haben wir die Marktanalyse. Geschäftsleute, Hipster, Senioren. Irgendwann kriege ich noch Techniker, lässige Leute, die locker flockig sind. Kinder? In der Kaffeebar, ist klar. Studenten und Touristen, okay, also. Basis. Nehmen wir erstmal ein Espresso. Ja, Geschäftsleute mögen das nicht. Okay. Nein. Kann ich das zurückgeben? So. Nochmal nächster Schritt. Jetzt. Ich das irgendwie da rausnehmen? Ja. Senioren. Geschäftsleute sind nicht so angetan. Oh Gott. Milch. Na komm. Nehmen wir ein bisschen mehr Kaffee rein. Was ist das? Mögen sie auch immer noch nicht. Milch.
Aufgeschabte Milch? Okay, die Geschäftsleute mögen den da schon mal. Kalte Milch. Kalte Sojamilch, heiße Sojamilch. Sirup. Himbeersirup, ist klar. Eiscreme mit Kaffee. Ich lasse das mal raus für die Geschäftsleute. Besondere. Mayonnaise. Mayonnaise, ich tue sie mal rein. Okay. Geschäftsleute mögen auch Mayonnaise. In ihren Kaffee. Ja? Vanilleeis? Oh, das sieht gut aus. Was ist denn, wenn ich heiße Sojamilch noch reinnehme? Nee, das mögen sie nicht. Kalte? Mögen sie auch nicht. Milchschaum? Oh. Ja, aber schwierig mit den Leuten. Ich will ja so viel wie möglich an Gruppen. Okay. Kaltes Wasser? Nein. Heißes Wasser? Nein. Wollen sie auch nicht haben. Hast du Milch noch rein? Will auch keiner. Kalte Milch. Ein Espresso? Oh, den mache ich aber richtig stark jetzt. Ach Mann, die Hipster und Senioren mögen den dann nicht. Himbeersirup. Okay, die Geschäftsleute mögen Himbeersirup, oder? Okay, also die Geschäftsleute mögen den, die Lessing, die Studenten. Hipster und Senioren mögen diesen Kaffee nicht. Gut. Nenne deinen Kaffee. Nee, nenne ich den der Geschäftsmann. So nenne ich den Kaffee, der Geschäftsmann. Espresso hätten wir. Flat White. Der Geschäftsmann. Great. Now boosted with your coffee, they can take care of their business even faster. By the way, sometimes you may wonder how different social groups react to your entire coffee repertoire. You can always check that in the customers window, specifically in the preferences tab. Check it out now. Kunde Präferenzen. Nice overview, right? Ideally, every social group should be colored green, which means you offer something they really like. If it's yellow, they may order something from time to time. If it's red, they will never order anything. By the way, our current coffee machine is decent, but we should invest in a newer model. Let's upgrade it now. Soll eine neue Kaffeemaschine kaufen? Oh, ich. Die ist in Gebrauch. Ja. Die ist doch noch in Ordnung. Ah ja, okay, wir kaufen eine neue. So. With this coffee machine, the taste and preparation time of your coffee will be improved. But that's not all. This model also contains a milk frother. It means you'll be able to prepare coffees with steamed milk or milk foam and decorate them with latte art. Let's make use of it. Mit Latte Art, woher weiß ich denn? Achso. Um Latte Art hinzuführen, brauchst du aufgeschäumte Milch. Okay. Kapazität kann ich nicht mehr machen. Okay. Mit Latte Art. Oh, nehmen wir die mal. Okay, aufgeschäumte Milch. Achso, jetzt bin ich ja da unten erst gewesen. Okay, richtig mal. Einmal richtig schön. Ach, mein Gott, ey. Warum mögen die das alles nicht mit Schaum?
Tintenliebens. Mann, ey. Nehmen wir den. Die kleine Latte, genau. Oh Gott. Ja, ich lasse die Preise erstmal so bestehen. Gut. Irgendwie war das wohl nicht Latte Art. Okay. Latte Art. Wer trinkt den denn mit Latte Art jetzt? So. So, der Milchjunge. Hipster mögen ihn gar nicht, Senioren ja, die Lessing-Typen nicht so, aber Studenten mögen ihn. So. Verstehe ich nicht. Ich habe doch den jetzt. Das ist doch Latte Art. Zeig mir wie. Ja, nächster Schritt. Ach so, da muss ich noch was ändern. Was muss ich denn da noch machen? Mit Latte Art. Ja, ja. Schichten. Mayonnaise. Erstmal das Passo rein. So. Das, ach, das heißt Latte Art. Dass ich da ein Muster reinmache. Warum sagt das mir keiner? Mann. Egal. Wir machen erstmal noch ein bisschen. Und noch Milchschaum kommen. Latte Art. So, jetzt kommt Rosetto. Blume, Rose, Weizen. Da kommt Weizen. Hier nehme ich mal den Pharma-Kaffee. So. Kann ich nicht rausschmeißen? Komm. So, great. Many customers will appreciate such a beautiful drawing on their coffee. When creating latte art, you can always use one of the popular templates, but surprise! You can also create your own drawing. Try it now. Meine eigenen. Oh gut. Meine eigenen. Mhm. Ja. Das wird ein richtig starker Kaffee. Das ist okay. Latte Art. Dann Latte Art kreieren. Pinselgröße und dein Name für die Latte. Latte Art halte zum Auslösen. Wie meine? Gott. Nein. Oh Gott.
Gott, was soll ich jetzt für einen Kaffee hier malen? Das ist ja auch so einfach, ein Gemälde auf den Kaffee zu malen. Was mache ich denn jetzt hier? Ich weiß nicht, was ich jetzt malen soll, Leute. Wenn ich das jetzt wüsste. Na, wir probieren mal was. Ich weiß nicht, was ich malen soll. Ah, wir probieren mal was. Ich probiere was Einfaches. Soll ein Kaffee sein. Man das erkennt, ich glaube nicht, aber egal. Ich habe so viel Kaffee jetzt kreiert. Oh Gott. Ja. So, eine kleine Latte. Nehme ich mal raus und dafür gibt's der Kaffee. So. Latte art is my favorite kind of art. Since we improved the coffee repertoire a bit, let's focus on the style of this place a bit. We're underground, so every plant brings some freshness to this place. However, you need to water them. Otherwise, they will wilt. I actually saw some dry plants here. Let's bring them back to life. Mhm. Jo, komm. Mal richtig gießen hier. Green plants look much better. Okay, die Stühle und so mal müsste ich auch noch reparieren. Möbel, zeig mir Möbel. Ach so, hier draußen. Muss ich nicht reparieren? Ah, hier. From now on, remember to keep track of the condition of your stuff. Plants, chairs, tables, and of course, the coffee machine. Anyway, you've learned about a new aspect of the coffee business today. But of course, never forget about the basics, like hiring a barista and ordering supplies. Once you're ready, open your underground coffee shop. Nee, 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 ich bin noch nicht fertig. Also muss ich hier noch ein bisschen dekomäßig was machen. Okay, hier ist der Eingang. Was für ein Stuhl ist das? So. Das sind die Tische. Da geht nicht, ne? Ich habe nur diese Fläche also hier zur Verfügung. So. Hätten wir draußen, hätten wir schon mal. Drei Pflanzen habe ich. Erstmal noch ein paar Stühle hinstellen.
glaube, ich habe den falschen, oder? Ja, ich habe die falschen genommen. Nein! Und doch die anderen. Wo waren denn die Tische jetzt nochmal? Das sind doch nicht die, oder? Doch, das sind die. Doch die richtigen drin gehabt. Ja, ich weiß. So, Stühle noch, Stühle. Wieso kann ich da jetzt keinen Stuhl hinsetzen? Ist doch noch Platz, oder nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Na gut. Dann machen wir es ein bisschen doch ein bisschen anders nochmal. Ach, ich habe kein Geld mehr. Warum sagst du das denn nicht? Gut, dann muss drin erstmal so bleiben. Habe ich erstmal drei Tische draußen, muss reichen. Gut. Erstmal noch ein Mitarbeiter. Schlecht, schlecht, schlecht. Oh. Kaffee kann sie gar nicht? Milch kann sie? Naja. 8 Stunden? Sehr schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, sehr schlecht. Alter, was habe ich denn hier für Mitarbeiter? Na gut. Ja, mein Gott, was ich sag. So, den trainiere ich mal. Dass er mal ein bisschen besser was macht. Aber noch eine zweite Person. Sie nehme ich noch. Sie trainiere ich aber eher einen Kaffee. Nein, ich bin noch nicht so weit. Meine Vorräte. Na, nehmen wir mal rein, Expressozug kaufen. Und Filter nehmen wir den auch etwas teureren. Na, komm. So, Mitarbeiter jetzt. So, Ziel, um den Zeitplan festzulegen. Vormittags. Also möchte er vormittags. Nachmittags möchte er nicht. Sagst du wieder, nee, will ich nicht. Sie möchte mehr nachts, das ist okay. Ja, perfekt. So. Ah ja, komm. Okay, dann lassen wir es so. Er arbeitet von der Zeit und sie halt. Gut. Denke, wir können jetzt aufmachen. So, meine Lieben, meine Lieben. So, da sind wir immer noch in der U-Bahn. Ich bin schon etwas weitergekommen. Wie ihr seht, ich habe jetzt mal ein bisschen ausgetauscht. Also, klar, es ist jetzt nur ein günstiger Stuhl, günstiges Walnussplatte, aber ich dachte mir, komm. Warum muss es teuer sein? Es gibt auch kleine Cafés, wo die ganzen Möbelstücke nicht so toll aussehen, aber die Leute gehen trotzdem hin. Da habe ich gedacht, ja, oh. Dein Café Express Coffee wurde ausgezeichnet. Das am besten dekorierte Café in der Stadt. Oh, danke. So, hier muss ich nichts separieren. Ja, komm, das separieren wir nochmal.
So, ich habe auch ein bisschen weiter getüftelt mit den Kaffee-Editor hier, genau. Ich habe jetzt den Geschäftsmann gemacht, die Morgenlatte, den Wachmacher und den Turbo. Hörte sich irgendwie besser an, dachte ich vom Namen her. Ein Wachmacher, genau. So, jetzt haben wir hier drinnen Stühle stehen und draußen. Ich muss jetzt noch 5 mal Kaffee mit Latte Art verkaufen und noch mal 8 Pflanzen insgesamt haben. Oh. Da muss ich mich noch mal, oh. Mit den armen Pflanzen hier. Hier kommt die auch noch. Guck, da hat schon wieder Müll jemand liegen gelassen, ey. Ich glaube, meine Morgenlatte, die ist sehr beliebt bei den Leuten. Ich habe die Person hier auch schon ein bisschen trainieren lassen. Der ist ja schon mit Kaffee gut. Den hier, weil ich musste das Personal austauschen. Es ging einfach nicht anders. Darum. Ihn könnt ihr noch ein bisschen trainieren. Nicht schlecht, ja komm. Hab zwar jetzt fast kein Geld mehr, aber egal, nö. Genau, nehmen wir einen Turbo. Okay, um Mitternacht wird gespeichert. Jo, kriegen wir hin. Den Leuten gefällt es hier bei mir. Perfekt, komm. Ich spule mal ein bisschen vor. So, mal gucken. 8 Latte. 8 von 10 Latte. Ja, ich muss noch ein bisschen verkaufen. Dann kann ich mir wieder Pflanzen weg. Wie viel kosten denn jetzt Pflanzen nochmal? Pflanzen. 30 € nur kleine. Könnte ich nehmen. Ja, die könnte ich dann nehmen. So, noch. 3 Pflanzen. Genau, hier. Der Preis von morgen ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, es ist dennoch so. Ey, du bist Student, mein Lieber. Glaub mir, die Morgenlatte hat es in sich. Glaub's mir. Na, guck mir mal den Leuten zu. Was ist mit ihr? Also mein Espresso ist günstig, sagt sie. Okay, die sind ja auch ein Espresso und die? Wieso ist die Morgenlatte denn so hoch? So hoch ist die? Na gut, komm, ich gebe ein bisschen runter, nicht viel, aber ein bisschen für die Morgenlatte. Was ist? Irgendwann kann ich auch die Toilette freischalten. So, werden Müll? Ja, da sehe ich doch schon wieder. Ah, Leute, ihr sollt nicht immer den Müll bei mir liegen lassen, dann werde ich sauer. Neun. Noch einen. Komm, eine Latte brauche ich noch. Eine Latte muss verkauft werden. Komm, nee, kauft euch die Morgenlatte. Wachmacher um 6:20 Uhr. Na ja, gut. Der Wachmacher habe ich, glaube ich, dreimal Espresso reingehauen. Also wenn der nicht munter macht, die Leute. Wie sieht es denn aus? Ach Mann, ihr sollt mir ein Kaffee Latte noch. Ziel erreicht. Verkaufe 10 Kaffee mit Latte Art. Genau, geschafft. Oh, die werden wieder sauer. Ah, hier liegt Müll schon wieder rum. Ey, hier. Die Stühle, oh, Tische sind noch in Ordnung, wollen noch nicht reparieren. Ja, die Leute werden ein bisschen sauer. Ich habe die Morgenlatte runtergesetzt vom Preis und euch ist die immer noch zu teuer? Nee, nee. Ich muss auch von irgendwas leben. Bisschen Vorsprung kommen.
alles erreicht. Jetzt noch Pflanzen. Pflanzi, Pflanzi. Okay, der eine hat die Verbesserung. Okay, kriege ich. So, und jetzt Pflanzen. Komm, so ganz billige hier. Irgendwie hier in der Ecke. So. Genau, Halleluja, wir haben es geschafft. Sehr gut gemacht. Dank deiner Kaffeehauses planen angeblich die Bürger von San Paulo ihre Reiseroute so, dass sie an dieser speziellen U-Bahn-Station anhalten und im Express-Coffee-Café eine Tasse Kaffee genießen können. Deine Aufgabe ist erfüllt. Bereite dich jetzt auf die nächste Mission vor. Und als besonderen Extra kriegen wir natürlich wieder $2000 auf deinem Bankkonto überwiesen. Sehr schön. Also, würde ich sagen, wie es dann weitergeht hier in meinem schönen Café, wo die Reise uns das nächste Mal hinführt, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, sag ich mal. Ciao, ciao.